Seine Adoptivmutter war Marie Auguste, Prinzessin von Anhalt. Der Adoptivprinz und Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor, Prinz Frederik von Anhalt, plant eine Namensänderung. Und danach will er in Schloss Bellevue ziehen, weil das gehört eigentlich seiner Familie. Das bedeutet Steinmeier raus und Prinz Preußen, ehemaliger Prinz Frederik von Anhalt, rein. Wie genau das Ganze funktionieren wird und noch andere royale Geschichten gibt es jetzt vom Prinzen persönlich. Aus finanziellen Gründen wurde er im Februar 1980 von Marie Auguste, Prinzessin von Anhalt, adoptiert und erhielt den Namen Prinz von Anhalt. Bis zu ihrem Tod war der Prinz seit 1986 mit der Schauspielerin Zsa Zsa Gabor verheiratet. Zu diesem Zweck gründete er 1995 die Frederik von Anhalt Stiftung. Mittlerweile ist es schon fast Tradition, dass wir uns hier treffen. Willkommen, Prinz Frederik von Anhalt. Dankeschön, bin gerne in Berlin und besonders gerne am Brandenburger Tor. Ja, hier geht die Post ab, schaut euch an, hier ist immer viele Leute, hier ist immer was los. Ja. Ist immer eine Reise wert nach Berlin. Immer eine Reise wert, habe immer noch einen Koffer in Berlin. Ja, so meine verstorbene Frau hat ja auch Berlin so sehr geliebt und das Adlon Hotel, ja, und die ganze Gegend hier und so. Und dann, ja, Berlin ist ja nun mal, hat ja mit dem Haus viel zu tun, mit dem Haus Anhalt. Berlin war ja mal die Mark Brandenburg und wurde dann von der Mark Brandenburg zu Berlin. Und das haben ja die Anhaltiner gemacht, ja. So, aber jetzt gibt es hier in Berlin noch dieses ganz berühmte Schloss. Und das Schloss, wo jetzt der Bundespräsident drin wohnt, ja, das wurde tatsächlich 1916 von dem Kaiser, seinem Sohn und meiner Mutter geschenkt. Und beide haben auch darin geheiratet. Und dann haben sich die Nazis das unter die Hand gerissen und dann hat sich die Bundesregierung das unter die Hand gerissen und hat den Bundespräsidenten reingesetzt. Und dann sage ich, Moment mal, ich bin doch der Nachkommen. Ich sage, hey, wo ist denn meine Wohnung? Ja, warum darf ich da nicht drin wohnen? Und das ist ja groß genug. Ich meine, so ein Flügel, das würde mich ja reichen. Der Bundespräsident könnte gerne drin bleiben. Wir haben da nichts dagegen, aber ein Flügel brauche ich jetzt schon. Wir kommen gleich noch mal drauf zurück, weil Sie müssen nicht Ihren Namen ändern, aber Sie wollen Ihren Namen ändern. Und warum? Ich will den Namen ändern aus dem Grunde, weil es gibt ja bei den Anhalt zwei Linien. Es gibt ja einmal die Anhaltiner, den Namen habe ich, und dann gibt es die Preußenlinie, wo meine Mutter ja den jüngsten Kaisersohn geheiratet hat und dann Prinzessin von Preußen war und sie es dann auch ihre Geburtsurkunde in ihre Urkunde drin hatte, Heiratsurkunde, und überall steht es drin, Prinzessin von Preußen. Und die ganzen Enkelkinder, das sind alles Prinzen von Preußen, das sind meine Verwandten. Ich bin der Einzige in der Familie, der sich von Anhalt nennt. Die anderen nennen sich alle von Preußen. Und so habe ich gesagt, okay, dann wäre ich dann auch jetzt in Preußen und dann komme ich ja dem Schloss ein bisschen näher und da kann ich mir das Schloss holen. Ja? Ganz platt ausgedrückt, wären Sie dann königlicher. Ja, also das ist ja dann ist man ja dem Kaiserhaus nahe und dann ist es königliche Hoheit und nicht mehr Hoheit, ja, weil man ja dann mit dem Kaiserhaus verbunden ist. Ja. Und deswegen steht Ihnen dann das Schloss Bellevue zu? Das steht hier zu, das ist mein Wohnsitz, ich bin ja der Nachkomme. Das gehörte der Prinzessin von Anhalt, der Prinzessin von Preußen und ich bin, sie hatte drei Söhne, beide sind gestorben, ich bin der dritte Sohn, ich lebe noch. Und ich habe Anspruch drauf und ich habe auch, mein Anwalt damals vor, das ist schon fast 40 Jahre her, denen geschrieben und hat gesagt, hör zu Leute, das Schloss steht ihm eigentlich zu. Und dann haben die lediglich in einen Brief zurückgeschrieben, wir werden die Sache bearbeiten, aber haben sich nie mehr gemeldet. So einfach war das. Also müssen wir da nachhaken, müssen das holen, die irgendwann wieder kommen. Ne? Dann müssen wir doch mal anklopfen, wohin müssen wir? Das will ich auch tun. Darf ich Sie begleiten? Ja. Und damit die ganze Sache abgerundet wird, suche ich mir jetzt noch einen Partner. Weil ich habe ja niemanden, ich habe ja keine Nachkommen. Sie suchen eine Frau, ne? Also Sie suchen richtig eine Frau. Ja, ich suche eine Frau, einen Partner, der mit mir lebt und der mir auch irgendwie unter die Arme greift, wenn es mir schlecht geht. Ich gehe jetzt noch, ich bin 78 Jahre, ich bin ja kein Träumer. Ja? Sieht fantastisch aus. Ich. Sie hören schon, ich bin Single. Ich bin ein alter Mann und ich bin kein Träumer. Ich habe das ja erlebt, die Krankheiten. Ich habe ja die Gabors gepflegt von der Mutter und die drei Schwestern. So. Ja. Ich weiß haargenau, was irgendwann auf mich zukommt. Und da brauche ich eigentlich einen Partner, der dann, okay, wenn es jetzt mal nur der Mann ist, ich
ich bin ja auch in Target für einen Herzinfarkt, Schlaganfall, was immer kommen kann. Ja? Und es ist durchaus möglich, dass ich vielleicht irgendwann mal mit dem Löffel gefüttert werden muss. Ja? Und da muss einfach ein Partner her, der sagt, okay, ich mache das für dich. Ich mit Ihren ganzen Adoptivsöhnen, die taugen. Ja, also mit den Adoptivsöhnen, das habe ich ja alles gemacht. Die haben mir alle irgendeinen erzählt vor der Adoption, was sie alles machen und wie sie es machen. Das Blaue vom Himmel runtergeholt und dann war die Adoption, bupp, weg war sie. Ja. So ist das Ganze einfach. Und bei der letzten Adoption war es so, ist ja ein lieber netter Typ, aber ist ein junger Typ, der seine Freundin in der ganzen Welt hat, ja, und sich eben nicht um Leute wie mich kümmert. Ich bin zu alt für ihn, er will die jungen Mädels passieren. Das hätte ich müssen wissen, aber ja, habe nicht nachgedacht. So. Welche Eigenschaften sollte denn Ihre zukünftige Frau haben? Ja. Naja, also sie sollte zumindest nicht mehr ganz so jung, also das geht überhaupt gar nicht, weil die jungen Leute, die ticken ganz anders, aber sportlich, musikalisch, ja, das liebe ich schon. Ich kann Akkordeon spielen, ich jogge. Das wäre gut, Piano zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau immer das Piano gespielt, das liebe ich, wenn eine Frau Piano spielen kann, aber hauptsächlich muss die Partnerin, es ist ja so, die Finanzen sind ja abgesichert, ja, ist ja nicht so, dass eine Frau jetzt kommt und sagt, oh, jetzt muss ich jeder unterhalten und so weiter, nee, die Finanzen sind ja abgesichert, die Frau ist abgesichert, die Frau ist abgesichert für ihr ganzes Leben, selbst wenn ich abdrehe. Ja? Also insofern ist das ja eine gute Sache. Ne? Muss ich aber dann auch um mich kümmern. Und das werde ich auch so festlegen, dass, hey Mädel, wenn du abhaust, kriegst du nichts. Ja? So muss das kommen. Ich will mich absichern halt, verstehen Sie? Und jetzt ist es Zeit, mit 78 ist es Zeit, sich abzusichern. Ja? Kann man sich bewerben? Wir sind in Berlin, das ist Single-Hauptstadt Nummer 1. Ja, also die Leute wissen schon, wie soll ich herkommen. Die sehen mich ja überall, die sehen mich auf Instagram, auf Facebook, überall, Social Media. Die wissen haargenau, wo ich bin, wenn ich überhaupt pennig bin. Also mich kriegt man, wer mich bekommen will, der kriegt mich auch. Ja? Es ist immer der Wille. Es ist immer der Wille, wenn man will, kriegt man. Ja, ich mache das ja auch. Ja? Sehr schön. Aber Sie waren jetzt gerade in Budapest, da wurde ein Dzsadzsa Gábor Museum eröffnet. Ja, das ist ja nochmal der Top. Sehen Sie mal, es ist ein Dzsadzsa Gábor Dokumentarfilm gemacht worden, es ist ein Frederik van Andal Dokumentarfilm gemacht. Wir haben ja eigentlich die Spitze gemacht. Aber der Top, die Krone von allem, ist das Museum. Wer hat schon ein eigenes Museum? Ja? Und besonders von den großen Stars in Hollywood. Ich kann mich an keinen erinnern. Dzsadzsa Gábor hat ihr eigenes Museum in einem Studio drin. Ja? Und das ist ein super Museum. Sie hat auch ihren Stern direkt am Eingang von dem Studio. Und hängen auch Bilder von uns beiden drin und so. Habe ich mich auch drin verewigt. Also das Museum und ich muss sagen, die Ungarn feiern Dzsadzsa Gábor. Budapest feiert Dzsadzsa Gábor. Jetzt haben wir das Museum gemacht. Dann stellt die Stadt einen Platz zur Verfügung, direkt an der Donau und dann wird eine hohe, lebensgroße Bronzefigur wird da aufgestellt, dann kommt das Buch und dann wird der große Dzsadzsa Gábor-Film gemacht und da wird jetzt schon gerade auf Instagram sucht man eben schon die Leute, so eventuell glaubt man an Nicole Kidman oder so, die dann Dzsadzsa Gábor spielt, das ist sehr schwer jemanden zu finden, aber es muss schon eine große Hollywood-Nummer sein, die Dzsadzsa Gábor spielt. Wegen dem Film. Der Film soll einfach perfekt sein. Ja? Und Dzsadzsa Gábor, wenn ich mir bedenke, Liz Taylor hatte ja ihren eigenen Film. Liz Taylor, wer kannte Liz Taylor besser als ich? Sie kam abends hoch zu Dzsadzsa, waren beste Freunde und hat sich natürlich an und ich musste sie immer rausführen zum Auto. Ja. Und sie war ja, und sie war nicht die Einzige. Ich will eine Geschichte erzählen, meine Frau, wir haben mal eine Party oben im Haus gehabt und da sagte meine Frau hier an der Bar, da, guck mal, der kann ja schon gar nicht mehr stehen, der ist so betrunken. Ich sage, ich bringe ihn raus. Da habe ich ihn genommen, den Arm, habe ihn rausgefahren, da sagt der Limousinefahrer, ich nehme ihn. Ich sage, nee, mach nur die Tür auf, ich setze ihn rein. Da habe ich ihn reingesetzt und dann guckt er hoch und sagt, thank you, sir. Und dann schaue ich ihn an, wow. Das war Frank Sinatra. So diese Rollen, da habe ich ja oben in Bel Air kennengelernt. Ja? Und wenn dann über diese Leute ein Film gemacht wird, dann sage ich, na, ihr habt doch noch ein bisschen was vergessen in dem Film. Ja, die Geschichten, die Leute interessieren. Wow, das interessiert uns brennend. Ja. Aber wunderschön. Und jetzt sind wir hier in Berlin. Und wie sieht Ihre Zeit jetzt aus, in die nächsten paar Tage?
Ja, also ich habe noch einiges zu tun. Ich bin natürlich auf Veranstaltungen eingeladen hier in Berlin und will ja auch das Buch schreiben und treffe mich vielleicht auch mit Leuten, die sich dafür interessieren, mir zu helfen. Ich will ganz einfach da ein Buch rausbringen. Die Leute interessieren sich für Zsa Zsa Gabor, das interessiert noch, aber hauptsächlich in Deutschland interessiert man sich dafür, der Frederik von Anhalt, wie hat er das gemacht? Wie ist er nach Hollywood gegangen? Wie hat er sich die Frau geschnappt? Wie hat er das gemacht? Das wollen die Deutschen wissen, besonders die jungen Leute wollen das wissen. Weil die jungen Leute wollen ja alle mal nach Hollywood. Und hier ist ein Deutscher, ganz klein, der hat nicht studiert, der hat kein Abitur, der hat gar nichts und ist vom kleinen Dorf hoch nach Hollywood und hat sich die große Nummer geschnappt. Das wollen die wissen und das muss in dem Buch untergebracht werden. Das ohne Social Media. Ohne Social Media, das noch dazu. Ja, man konnte dich zeigen. Wunderbar, wunderbar. Wir sind immer wieder gespannt und freuen uns auf Ihren Besuch und kommen Sie wieder hierher. Danke. Wenn was Neues gibt, aber es gibt ständig, jeden Tag was Neues, glaube ich. Immer, bei euch gibt es immer was Neues. Und wenn gar nichts ist, dann geht man in die Politik rein. Da ist ja so viel Wirbel bei euch in der Politik, da ist ja so viel Theater, da muss man sich jetzt erstmal raushalten aus diesem Schauspiel. Aber wenn gar nichts mehr ist, dann mischen wir uns damit ein. So, wir gucken jetzt mal in die Kamera und sagen Sie was zu den Berlinern. Was Schönes. Ich liebe euch, ihr Berliner, ich liebe euch alle. Danke, dass ihr mich immer reinlasst in die Stadt. Gerne. Ehrlich, ich liebe euch wirklich. Ich liebe euch wirklich. Berlin ist meine Stadt. Aber er schnappt sich jetzt eine Frau. Ja. Wenn ich in Berlin keine Frau finde, finde ich sie nirgendwo. Na komm, ich geh spazieren. Mir ist noch was eingefallen. Sie waren aber so umrundet von den ganzen Schülern. Wie fühlt sich das an? Ja, es sind sehr viele Leute, die mir auf Social Media folgen, besonders auf Instagram. Das ist, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Buch. Das Buch war, die jungen Leute interessieren sich für die Story. Die jungen Leute wollen wissen, wie hat er das gemacht. Und jetzt gerade in der Pandemie ist ein bisschen Langeweile eingetreten und Hollywood kommt wieder so langsam hoch und die jungen Leute fangen wieder an zu träumen und sagen, hey, erzähl uns deine Geschichte, die ist so super, erzähl sie uns, wir wollen das Gleiche nachmachen. Ja? Und jetzt habe ich gerade die Schlagzeilen gehört, Luna Schweiger. Was hat es damit auf sich? Ist das eine neue Schwiegertochter? Ja, gibt eine neue Schwiegertochter und gibt einen neuen Schwager. Ja, so einfach ist er. Ich meine, der Kevin hat ja sich adoptieren lassen. Er hat ja den Titel und er wollte den Titel einsetzen. Und dann ist er im Dezember ist er Prinz geworden. Ja, und mit diesem Prinz ist er dann hausieren gegangen, ist raus in die große Welt gegangen und hat dann Luna ist drauf abgefahren, weil sie wollte auch irgendwann Prinzessin sein, wollte das Diadem sich aufsetzen. Ja, und der Till Schwager wollte dann auch irgendwann in die Familie reinkommen, ein bisschen königlich sein. Ja, und Hamburg, die Hamburger Gesellschaft, es gibt ja viel Adel, es gibt ja die Bismarcks da oben und so, es ist sehr viel Adel in Hamburg. Ja, so. Und der Till Schwager, der will mitziehen und die Luna auch. So, jetzt zieht sich die Luna das Diadem an, der Till Schwager wird kurz zum Ritter geschlagen und ja, und der Prinz ist im Haus, besser geht's ja alles nicht mehr. Ja, so, große Familie und hoffentlich kommt irgendwann Enkelkinder, damit der Opa ein bisschen was zu spielen hat. Ne? Ja. Wir sind gespannt, es geht weiter und weiter. Ja, ja. Schweigers, vielleicht dreht er dann ihren Film. Nee, das braucht. Das macht Hollywood. Das macht Hollywood.